Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Datenstrukturen und Algorithmen-Tutorial-Reihe. Heute geht es wieder mal um Korrektheitsbeweise und zwar dieses mal um einen richtigen Korrektheitsbeweis, nämlich den mathematischen Korrektheitsbeweis. Und ja, wie angekündigt, ist heute recht mathematisch. Das heißt, wir wollen tatsächlich mit einer vollständigen Induktion hier arbeiten. Für alle, die das Thema vielleicht nicht unbedingt wegen der Algorithmen gucken, sondern wegen dem Thema vollständige Induktion, ihr seid hier auch absolut richtig auf. Aufgehoben. Das ist ein klassisches Musterbeispiel eigentlich, was wir hier gleich machen werden. Für eine vollständige, vollständige Induktion das aussprechen ist schwerer als die vollständige Induktion selber. Ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ihr gleich feststellen werdet. Aber zunächst einmal wollen wir anfangen und eine Schleifeninvariante finden. Was das ist, erfahrt ihr gleich. So, wir nehmen wieder denselben Algorithmus wie letztes Mal und zwar suchen wir uns das Maximum einer Liste. Und hier sehen wir einen nicht ganz perfekten Algorithmus für das Finden einer, eines Maximums einer Liste, aber er soll natürlich auch nicht perfekt sein, damit ich euch alles zeigen kann, was so dazugehört. Den Algorithmus kennen wir aus dem letzten Video, das heißt, da gerne vorbeischauen und das Ganze hier ist eine Playlist. Ja, das macht auch Sinn, die als Playlist zu gucken, die Videos. Okay. Und ja, wenn wir das jetzt hier machen, dann müssen wir erstmal anfangen, eine Schleifeninvariante zu finden. Dazu gehören zwei Schritte und zwar zunächst einmal die Startbedingung und dann die Schleifeninvariante. Die Startbedingung gibt mir an, was gilt am Anfang, bevor ich meinen Algorithmus ausführe. Das heißt, das ist quasi die Voraussetzung, damit dieser Algorithmus überhaupt ausgeführt werden darf. Und hier kommen wir zu dem großen Fehler, den wir letztes Mal gemacht haben beim empirischen Test. Wir haben gemerkt, dieser Algorithmus funktioniert nur, wenn alle Elemente oder wenn zumindest ein Element der Liste größer oder gleich groß wie minus 1 sind. Ansonsten klappt dieser Algorithmus eben nicht ganz, weil wir hier dieses Maximum am Anfang auf minus 1 setzen. Wenn natürlich jetzt eine Liste minus 2, minus 3, minus 4 da steht, dann ist das Maximum leider falsch berechnet worden. Und genau da setzt unsere Startbedingung an. Die Startbedingung gibt hier an in mathematischer Schreibweise, dass hier jedes Element unserer Liste, also jedes Element. Moment, ich nehme hier meinen Laserpointer. Jedes Element unserer Liste, also jedes Element unserer Liste muss größer oder gleich groß minus 1 sein. Ansonsten darf man diesen Algorithmus nicht verwenden. Und das ist jetzt tatsächlich auch das, was wir hier wirklich brauchen. Diese Vorbedingung schützt uns quasi vor dieser minus 2, minus 3, minus 4 Liste. Ähm, allerdings verbietet sie natürlich auch einiges. Das heißt, dieser Algorithmus FindMax ist nicht vollständig. Das ist aber okay für uns in diesem Fall, weil, wie gesagt, ich möchte euch ja nur einen Algorithmus vorstellen für positive Zahlen. Und dementsprechend haben wir hier auch, ähm, ja, können wir das jetzt auch vernünftig beweisen. So, ähm, der nächste Schritt ist wie gesagt diese Invariante und die Invariante schreiben wir hier auch wieder mathematisch auf für jedes j zwischen 0 und i minus 1. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier an jeden einzelnen Schleifendurchlauf, aber wir schauen uns nicht jeden einzelnen Schleifendurchlauf an, weil wir nicht wissen, wie groß n ist, sondern wir schauen uns quasi einen verallgemeinerten Schleifendurchlauf an. Das heißt, wir haben hier die Zellvariable i, wir nehmen an, die haben wir jetzt hier gegeben. Und alle J, die zwischen 0 und i minus 1 liegen, jeweils eingeschlossen. Das heißt, J kann sein, wenn jetzt i zum Beispiel, also wenn ich gerade in meinem 25. Schleifendurchlauf bin, dann ist J 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis hin zu 24. Jedes J davon ist gültig und für jedes dieser J gilt das Listenelement anstelle J, also das Listenelement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis hin zu 24 ist kleiner oder gleich groß wie Max. Und zwar wie das aktuelle Max. Nicht das Max, das wir am Anfang hier definiert hatten, sondern wie das aktuelle Max. Max kann sich ja durchaus ändern. Und ja, das ist quasi unsere Schleifeninvariante. Das steht erstmal nirgends im Code drin. Das verändert auch euren Algorithmus nicht. Das ist wirklich nur der Korrektheitsbeweis. Das hat nichts mit dem eigentlichen Algorithmus zu tun. Ihr beweist nur damit, dass dieser Algorithmus auch wirklich so korrekt ist. Und wenn diese Invariante hier wirklich gilt, dann sehen wir ja auch direkt, okay, diese Invariante bedeutet, wenn jetzt i gleich n ist, beziehungsweise nach unserer Schleife sogar n plus 1, dann gilt für jedes einzelne Element, weil j ist ja dann 0 bis n, für jedes einzelne Listenelement gilt offensichtlich dann, dass es kleiner oder gleich groß wie Max ist. Aber kein einziges Listenelement ist mehr größer als Max. Und genau so ist ja ein Maximum einer Liste definiert. Es ist das größte Element der Liste. Das heißt, alle anderen Elemente sind entweder gleich groß oder kleiner. Und genau so ist quasi die Invariante festgelegt, dass eben genau das, was der Algorithmus tun soll, nämlich das Maximum finden, auch wirklich erfüllt ist. So. Allerdings haben wir hier noch eine zweite Invariante, und das ist jetzt die ganz besondere Invariante, die letztes Mal fehlgeschlagen ist, nämlich, dass, der, ähm, dass dieses Maximum hier auch innerhalb der Liste liegt. Und zwar, das Maximum liegt innerhalb der Liste 0 bis J. Das heißt, entweder ist es das Listenelement 0 oder Listenelement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder Listenelement bis hin zu 24, ja. Irgendeins davon, irgendeins dieser Listenelemente ist mein Max. So, und jetzt habe ich zwei Invarianten. Wenn ich diese beiden Invarianten bewiesen habe, kann ich natürlich auch davon ausgehen, dass das Max nach diesem Algorithmus wirklich das größte Element meiner Liste ist. Denn das hier sagt mir ja nicht, dass das Max auch wirklich in meiner Liste drin liegt. Diese Invariante hier wäre auch durchaus gültig, wenn meine Liste einfach nur minus 2, minus 3, minus 4 enthalten würde. Das ist durchaus auch gültig dafür. Und das ist natürlich dann trotzdem falsch, denn das Maximum von minus 2, minus 3, minus 4 ist nicht minus 1, was es hier nach diesem Algorithmus wäre. Aber wenn ich jetzt auch noch zusätzlich sage, das Maximum muss in meiner Liste liegen, dann habe ich das quasi festgelegt. So. Jetzt haben wir noch nicht mal ange angefangen mit dem eigentlichen Beweis. Wir haben nur bisher die Invarianten festgelegt und die Startbedingungen. Aber diese beiden Invarianten müssen wir jetzt noch beweisen, damit wir hier auch die Korrektheit des Algorithmuses bewiesen haben. Und dazu verwenden wir zweimal vollständige Induktionen. Man kann die einfach völlig unabhängig voneinander beweisen. Okay, lasst uns anfangen. Und das machen wir, wie gesagt, vollständige Induktionen. Die besteht immer aus zwei Schritten, nämlich dem Induktionsanfang und dem Induktionsschritt. Beim Induktionsanfang nehme ich mir das erste mögliche Element und beweise dafür, dass es gegeben ist. Gut, das heißt, wir sagen hier erstmal, unser J ist 0. Ihr könnt den Anfang mehr oder weniger setzen, wo ihr wollt. Ähm, also klar, man setzt es entweder auf das erste Listenelement oder was man auch machen könnte, ist man setzt es auf. Eine leere Menge. Mit einer leeren Menge werden wir allerdings nicht glücklich werden, weil dann ist nicht zwingend gesagt, dass das Maximum in meiner Liste drin sein würde. Dazu müsste ich meinen Algorithmus umschreiben, was auch die intelligentere Variante des Algorithmuses wäre, was ich euch als Übung überlasse. Aber wir sagen jetzt hier, wir nehmen den ersten richtigen Schritt sozusagen. Das heißt, wir sagen J, das ist innerhalb einer Menge aus. 0. Also j ist 0, okay? Es gibt keine andere Möglichkeit für j außer 0 zu sein. Sprich das erste Listenelement. Und jetzt sagen wir hier, Liste von j, also das ist quasi das, was wir hier beweisen wollen. Wir wollen die Invariante 1 jetzt gerade beweisen. Liste von j, wobei j immer 0 ist, also Liste von 0 eigentlich, ist kleiner gleich max. Nun gut, wollen wir mal gucken, was genau das für uns bedeutet. Liste von 0 muss kleiner gleich Max sein. Das bedeutet so viel wie entweder ist das Listenelement an der Stelle 0 minus 1, minus 2, minus 3, weil ansonsten ist es ja nicht kleiner als Max, oder Max ist mein Listenelement an der Stelle 0. Und das kann beides durchaus der Fall sein. Ähm, zum einen haben wir hier die Vorbedingung oder die Startbedingung, das mir sagt, jedes Listenelement ist größer oder gleich minus 1. Dann bleibt schon mal nur noch die Möglichkeit, dass entweder Liste von 0 gleich minus 1 ist, dann ist Max einfach nicht verändert worden, oder ansonsten, falls das Listenelement an der Stelle 0 größer ist als minus 1, dann ist es auch größer als das bisherige Max. Also wurde das Max auf das erste Listenelement gesetzt. Was ich hier kurz festgehalten habe, was im Endeffekt so viel bedeutet wie, mein Max ist eben mein Listenelement von 0. Damit ist mein Induktionsanfang sozusagen geregelt. Okay? Das heißt, ich habe quasi meine erste Invariante für den allerersten Fall bewiesen. Ich habe quasi gesagt, okay, meine Invariante gilt, wenn mein J wirklich nur die Elemente 0 umfasst. Gut. Der nächste Schritt ist der Induktionsschritt. Und da machen wir folgendes: Wir wollen das Ganze für den nächsten Schritt beweisen. Wir gehen davon aus, es gilt bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wir beweisen quasi, dass es gilt, wenn wir 1 weitergehen. Das heißt, wir haben erstmal gegeben, was in meiner Invariante drin steht. Und wir wollen jetzt beweisen, dass das auch gilt, wenn wir j auf j plus 1 erhöhen. Das sind die zwei Sachen, die man immer macht. Also man nimmt an, die Invariante gilt für das aktuelle J oder für das aktuelle, welches Zeichen auch immer ihr verwendet, i von mir aus. Ähm, und dann erhöht man dieses Element um 1 und reduziert das dann quasi ja da drauf, wieder, dass es wieder funktioniert. So, das heißt, wir sagen jetzt j plus 1, naja gut, das ist ja genau i, weil wir haben j so definiert, dass es für 0 bis i minus 1 gilt. Und mein höchstes j, also es gilt natürlich schon für 0 bis i minus 1. Und wenn ich jetzt j plus 1 sage, das ist ja quasi der Induktionsschritt hier, dann ist das einzige neue Element, was dazu kommt, mein i. Okay, das heißt, ich muss eigentlich nur beweisen, dass diese Induktion oder diese Annahme hier für i gilt. Also Liste von i ist kleiner oder gleich groß wie Maximum. Weil die anderen Elemente, die sind ja schon gegeben. Das ist der einzige neue Faktor, der hier bei meiner vollständigen Induktion dazukommt. Okay, das heißt, falls das Listenelement von i größer ist als Maximum, ja, dann setze ich mein Maximum auf mein Listenelement von i. Damit ist das hier auch erfüllt. Das heißt, Liste von i ist gleich Maximum, also wirklich gleich groß. Das heißt, dieses Gleichheitszeichen hier ist gegeben. Und ansonsten ist mein Listenelement, dann wird es einfach nicht verändert das Maximum, aber dann muss auch mein Maximum größer oder gleich groß sein wie Liste von i, weil ansonsten habe ich eben diese Bedingung hier. Das heißt, das Sonst ist quasi schon die Bedingung Liste von i ist größer äh, kleiner oder gleich Maximum und damit habe ich diese Invariante direkt belegt. Die zweite Invariante ist aber auch noch wichtig, denn ansonsten haben wir nicht gesichert, dass unser Listenelement auch wirklich innerhalb unserer Liste äh, unser Maximum nicht innerhalb unserer Liste ist. Das heißt, wir müssen erstmal sagen, unser Maximum liegt in der Liste für, für den Fall, dass eben unser J nur 0 enthält. Das ist wieder der Induktionsanfang, von dem ich euch gerade vorhin schon erzählt habe. Okay. Das heißt, unser Maximum hier liegt innerhalb der Liste von 0 bis j. Das ist genau das, was quasi hier drin steht. Das bedeutet aber, wenn unser j nur 0 sein kann, das Maximum muss gleich Liste von 0 sein. Das ist quasi das, was ich hier aufgeschrieben habe. Und das ist wiederum erfüllt. Da entweder Liste von 0 gleich minus 1 ist, das wäre der Fall, wenn hier Maximum nicht überschrieben wird. Das heißt, wenn diese if-Bedingung hier nicht erfüllt ist, oder ansonsten wird mein Maximum auf Liste von 0 gesetzt. Das heißt, da ist dann tatsächlich bewiesen, okay, wenn ich mein Maximum auf Liste von 0 setze, naja, dann ist ja mein Maximum innerhalb der Liste, also Element der Liste. Und in beiden Fällen ist das Maximum in der Liste enthalten, weil hier ist es quasi dasselbe. Das heißt, wir sagen hier Liste von 0 ist gleich minus 1, dann ist es genau das hier. Oder ansonsten Maximum gleich Liste von 0. Das heißt, das Maximum wird direkt auf das Listenelement gesetzt, wodurch es auch wieder innerhalb der Liste liegt. So, der Induktionsschritt funktioniert eigentlich genau gleich wie gerade eben. Und zwar sagen wir, wir haben unsere ähm, Invariante 2 erfüllt. Und das heißt, wir sagen, für jedes Listenelement ähm, bis zu diesem Zeitpunkt gilt, dass das Maximum innerhalb der Liste von 0 bis j liegt. Und der zweite Schritt ist natürlich, wir suchen wieder, was passiert, wenn wir das Ganze auf j plus 1 erhöhen. Und wieder mal gilt natürlich, das einzige neue Element ist hier das i. Das heißt, wir nehmen wieder mal an, es ist gegeben für alle Elemente außer für i. Also für 0 bis i minus 1 ist diese Invariante ja sowieso gegeben. Das ist quasi das. Das heißt, das einzige neue Element hier, was wir beweisen müssen wirklich, ist unser i, weil j plus 1 ist gleich i. Ja, wunderbar. Das heißt, wir überprüfen mal ganz kurz, was ist denn los mit Liste von i. Naja, falls Liste von i größer ist als Max, dann wird Maximum auf Liste von j plus 1 gesetzt, also Liste von i. Und damit ist es natürlich gegeben oder erfüllt, weil ja Maximum sogar das neue Element ist. Ja, das heißt, die Invariante ist automatisch wieder erfüllt. Und ansonsten... Bleibt das Maximum unverändert und damit reduzieren wir es wieder auf die Invariante, die wir gegeben haben. Sprich, das Maximum ist wieder El Element der Liste von 0 bis J und J plus 1 hat quasi keinen Effekt darauf. Dementsprechend ist die Invariante auch für J plus 1 erfüllt, weil es ist ja davor schon erfüllt gewesen. Ja, und damit haben wir bewiesen, dass das ganze Ding auch wirklich so korrekt ist, wie es da steht. Allerdings nur... Unter Zuhilfenahme der Startbedingung. Wenn wir diesen Algorithmus aufrufen und die Startbedingung hier nicht haben, also nicht erfüllt haben, dann funktioniert das nicht mehr. Und das sehen wir daran, dass wir hier tatsächlich in unserer letzten Invariante, also Invariante 1, diese Startbedingung zu Hilfe genommen haben, um die Korrektheit zu beweisen. Nämlich, ähm, ja, jedes Listenelement musste größer gleich minus 1 sein, damit wir das überhaupt so beweisen konnten. Genau. Und ja, das ist es auch tatsächlich. Ähm, ich würde euch jetzt als kleine Übung bitten, macht das Ganze doch mal besser. Also macht diesen Algorithmus besser, indem ihr hier das Maximum nicht auf minus 1 setzt, sondern tatsächlich das Maximum auf das erste Listenelement setzt. Das ist dann der, das richtige Findmax. Und beweist das Ganze dann bitte nochmal. Okay? Und ja, ähm. Kleiner Hinweis auch hier wieder, ich musste den Algorithmus natürlich umschreiben. Wir haben nicht eins zu eins denselben Algorithmus übernehmen können, weil natürlich kann dieser Algorithmus auch mit reellen Zahlen, ja, das funktioniert wunderbar. Das Problem ist allerdings, wenn ich mit reellen Zahlen arbeite, ich darf natürlich hier nicht auf Listen, also ich darf natürlich nicht meine Listenelemente hier für die Induktion verwenden. Ich kann ja nicht sagen, ob die wirklich größer sind als das jeweils davor, sondern ich kann immer nur meine Zählvariable induzieren quasi, weil das hier, da weiß ich ganz genau, okay, das sind natürliche Zahlen, das sind ganze natürliche Zahlen. Mit denen kann ich eine vollständige Induktion wunderbar durchführen. Und da muss ich auch nicht irgendwie wirklich Wert drauf legen, ob jetzt meine Listenelemente minus 1 oder minus 2 oder sowas sind. Aber macht diesen ganzen Beweis bitte mal dafür, wenn euer Maximum am Anfang auf Liste von 0 gesetzt wird. Das ist eigentlich der richtige Feindmax-Algorithmus. Wobei der auch nicht schwer ist, aber so eine Induktion zu machen, das braucht einfach Übung. Bitte macht das mal. Das ist einfach die beste Übung, die ihr so finden könnt. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.